Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 11. Wir müssen hier einen Streit schlichten. Und wir brauchen irgendwas mit ans Spiel, deswegen frage ich mal den Schankwirt. Habt ihr irgendwelche Spiele zur Unterhaltung? Alles, was nötig ist, um die Kunden bei der Stange zu halten. Ich kann einen Satz Würfel anbieten. Würfel, genau. Ich bin nicht in der Stimmung für Glücksspiel, Miss Aliena. Ihr seid nie in der Stimmung für Unterhaltung. Glücksspiele sind Zeitverschwendung. Habt ihr mir was zu sagen? Das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Trinken. Ein Trinkspiel. Keine Spiele hier. Ich habe genug Leid gesehen. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Ich bleibe nicht über... Frag mal Alonso. Habt ihr irgendwelche Spiele? Brettspiele haben keinen Platz auf dem Schlachtfeld. Ihr habt nur Angst, sie kaputt zu machen. Er vielleicht. Habt ihr irgendwelche Spiele? Wahrsagen ist unterhaltsam. Man wirft ein paar Stöcke und sie geben Antwort auf eure tiefgründigsten Fragen. Zum Beispiel? Ob die Person, die man liebt, die Gefühle erwidert? Das ist gerade nicht das, wonach ich suche. Das gibt's doch nicht! Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Nein, das ist nicht... Dann gehe ich jetzt weiter. Ich gehe jetzt mal hier zu den Flämen. Die flämischen Händler. Keine Spiele hier. Jetzt wird's aber kompliziert hier, ey. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Wir haben ein Damenspiel aus Frankreich bei uns. Oh, könnte ich es ausleihen? Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Sehr schön. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Jetzt tragt es aus, wie es sich für Ritter geziemt. Mit einem geistigen Kräftemessen. Ein Brettspiel? Ich weiß nicht. Ihr habt bloß Angst, ich könnte gewinnen. Fangen wir an. Beginnen wir mit einem vorsichtigen Zug. Gut. Ein Feldherr, der dem Zorn nachgibt, führt seine Truppen in den Tod. Genau richtig, Elf. Zuerst konzentriere ich mich auf die Verteidigung. Schauen wir mal, was Alonso macht. Gut gespielt. Eine klassische Eröffnung. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen schnellen Angriff. Ich stimme mal zu. Manchmal liegt Stärke in Zahlen. Aber oft hängt es an einem einzelnen Mann an der richtigen Stelle. Stimmt's? Ja, und ich spiele auf Sieg. Und hier schreite ich zum Sieg. Oh, dieses Geschnarche, ich kann es nicht mehr hören. Hey, die Figur hat das Ende des Spielbretts erreicht. Welch eine Krönung. Ich habe einen König. Wie nennt ihr das hier? König? Für uns in Spanien ist es die Königin. Und sie ist mächtig. Sie weiß, was sie will.
Nun gut, also eine Königin. Jetzt kann ich das ganze Brett mit ihr leerfegen. Beende es, sei vorsichtig. Nicht so hastig. Die höchste Kunst des Krieges ist, den Feind ohne Kampf zu brechen. Unsinn. Ich muss diesen Vorteil nutzen. Ich habe eine Königin an meiner Seite. Jetzt machen wir Randale. Wer als erster die Dame hat, hat das Spiel so gut wie gewonnen. Ich könnte bis zum letzten Stein kämpfen. Aber ein guter Feldherr blickt voraus. Und die Lage ist aussichtslos. Ich strecke die Waffen. Oh, ihr habt Schluss gemacht, bevor es richtig losging. Selbst ein Dichter könnte daraus kein Heldenlied machen. Hier geht es um Strategie, nicht um Schaustellerei. Und es scheint, dass Miss Alena eine wertvolle strategische Beraterin ist. Ja, ich habe einfach nur zugestimmt. Ausgesprochen gut zusammen. Ach, er macht sonst nie solche Komplimente. Er ist der Taktiker. Ich vertraue seinem Instinkt und seiner Kampferfahrung. Ihr seid eine bemerkenswerte Diplomatin und Geschäftsfrau, wie ich höre. Ihr ergänzt einander in der Art und Weise, wie ihr denkt. Das könnte man so sagen. Wenn ihr klug genug seid, mein Freund, den Instinkten dieser Dame zu vertrauen, werdet ihr beide wohl wirklich den Grafentitel zurückgewinnen können. Glaubt ihr, wir schaffen das? Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Das könnt ihr. Natürlich, wir sind Waffenbrüder. Gut, morgen steht eine wichtige Schlacht bevor. Ich werde euch das Geld bringen. Kann ich ihm nicht jetzt das Geld geben? Komm heil zurück. Ich bin Ritter, Ellie. Kein Kind. Ist ja gut. Wir geben dir jetzt aber trotzdem das Geld. Hier. Endlich. Ich meine, danke. Das reicht für eine anständige Ausrüstung. Nichts Außergewöhnliches, aber gut genug. Versprech mir nur, vorsichtig zu sein. Ich habe ein paar Tricks gelernt. Ich schaff das. Musst du wirklich kämpfen? Wofür soll das alles gut sein? Für Vater, Ellie. Ich will Shiring vor Percy Hamley retten. Und wer wird dich retten? Mit Männern wie diesen bin ich wohl nicht mehr zu retten. Auf den Sieg! Auf den Sieg! Auf den Sieg! Ich sehe schon. Viel Glück euch allen. Ich werde wieder zum Markt gehen, um Philipp Gesellschaft zu leisten. Und um mehr Geld zu verdienen, hoffe ich. Ich bin mir irgendwie unsicher, dass ich ihm das Geld gegeben habe. Wäre es lieber gewesen, wenn ich das alles gekauft hätte. So, jetzt denen geben wir jetzt erstmal das Brettspiel wieder zurück. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Und ihr tut uns einen damit, unser Spiel zurückgebracht zu haben. Wir vertreiben uns auf der Reise immer damit die Zeit, einander herauszufordern. Ab auf den Marktplatz. Und zu Philipp, Gesellen. Habt ihr eure Geschäfte abgeschlossen? Ja, haben wir. Alles erledigt. Freut mich zu hören. Philipp, mir ist jetzt klar, warum unser Markt in Kingsbridge in letzter Zeit mehr Besucher hatte. Shiring ist nicht das, was es mal war. Hohe Steuern und strenge Gesetze fordern ihren Tribut. Ach so. Diese Händler würden alles tun, um ihre Geschäfte auf einem anderen Wollmarkt zu tätigen. Aber es gibt keinen. Sie brauchen einen Ort mit gerechten Steuern und wo man das Geld zu guten Zwecken verwendet. Denkt ihr an einen Wollmarkt in Kingsbridge? Ruf den Mönch rein und die Frau, die bei ihm ist. Du,
Ungeduldiger Mensch. Du bist dran. Das Mädchen auch. Ich? Wolltet ihr, dass ich mitkomme? Nein. Wir sind aber nicht die Ersten in der Reihe. Dann habt ihr Glück. Rein mit euch, ihr beiden. Oh nein. Philip von Gwyneth, Prior von Kingsbridge. Ich ahne Schlimmes. William ist das. Das ist der William. Graf von Shire. Oh, das ist William. Ich weiß es. Danke, dass ihr mich anhört, Graf Percy. Nein. Darf ich euch eine Freundin vorstellen? Aljena von Kingsbridge. Wir sind alte Bekannte. Geht das eigentlich? Das klingt nicht, als hättest du mich vermisst. Oh je. Ich verlange, den Grafen von Shiring zu sprechen. Ich hab richtig Gänsehaut, ey. Er hat sein Wort gebrochen. Ihr sprecht mit dem Grafen von Shiring. Bischof Walleran. Die Feinde dieser Grafschaft haben Percy Hamley aus unserer Mitte gerissen. Mutter. Und er hat ihn, er war das. Betrachtet ihr euch als Freund der Grafschaft von Shiring, Philip? Freund? Wohl kaum. Dieser verdammte Mönch trinkt das Blut meiner Grafschaft. Es steht uns nicht an, sie zu verdammen, Lord William. Aber wohl über sie zu urteilen. Eure Eltern hatten eine Vereinbarung mit König Stefan. Ihr seid ein Dieb. Ihr beide. Ihr sagtet mir einst, ich sei ein Tier. Dann sollte es euch nicht überraschen, dass ich nicht so viel für Diebe übrig habe wie mein Vater. Shiring wird sich ändern. Ach, welche Verbrechen haben wir denn begangen? Der König hat nie einen Markt in Kingsbridge genehmigt. Euer Markt ist illegal, Philip. Ihr stehlt meine Steuern, indem ihr meinen Untertanen erlaubt, in eurer schäbigen Priorei Handel zu treiben. Und ihr missachtet meine Autorität. Ist das wahr, Philip? Ich werde mit dem König darüber reden. Ihr und eure Freunde habt immer nach euren eigenen Regeln gespielt. Diese Zeiten sind vorbei. Bruch um Bruch. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Die Tage der Kathedrale von Kingsbridge sind gezählt. Jetzt geht. Das nächste Mal werde ich keine Gnade zeigen. Oh, ich wette, der Bischof hat die Eltern vergiftet, weil er ganz genau weiß, dass er Einfluss auf den Sohn nehmen kann. Und wenn er dann da sitzt auf diesem Grafenthron, dann kann er ihn dazu bringen, für sich zu agieren. Oh mein Gott, oh, dieser Typ, ne? Oh. Was haben wir getan? Aljena war eine Hilfe und Inspiration für ein Liefermädchen. Aljena hat den Handelskonflikt mit einem Kompromiss gelöst. Aljena hat sich als hervorragende Händlerin bewiesen. Aljena hat ihr Geld gleichmäßig zwischen Richard und Philip aufgeteilt. Aljena und Richard waren ein hervorragendes Team. Aljena hat das Brettspiel an ihren Besitzer zurückgegeben. Aljena hat Philip geholfen, seine Arbeiter früher zu entlohnen. Und Walleran und William, der neue Graf, haben Philips Markt für illegal erklärt. Und nun kommen wir zu Kapitel 12. Ich hatte angenommen, solange der Markt innerhalb der Mauern der Priorei abgehalten würde und die Abgaben den Bau der Kathedrale unterstützten, würde Kingsbridge keine Marktlizenz benötigen. Hm. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Allerdings. Ich hatte keine andere Wahl, als König Stefan um Hilfe zu ersuchen. Auf Aljenas Anraten schloss ich mich den Rittern auf ihrem Weg nach Norden an, nach Lincoln. Es stimmt, also da hat er jetzt aber wirklich einen Fehler gemacht, ne?
Immer mehr Menschen schlossen sich uns an. Die meisten von ihnen waren zu Fuß unterwegs und schlecht bewaffnet. Da sich König Stephan auf die Entscheidungsschlacht mit Robert von Gloucester vorbereitete, hatte er alle waffenfähigen Männer seiner Grafschaften nach Norden befohlen. Gegen Abend erreichte unsere Gruppe ein großes Lager von Stephans Leuten. Geh schlafen oder geh durch das Lager? Wir gehen durch das Lager. Viele Männer baten mich, mit ihnen zu beten. Es waren Ehemänner, Väter und Kinder, die in einem Krieg kämpfen sollten, den die meisten von ihnen nicht verstanden. Da hörte ich Alienas Bruder Richard einen Mann anschreien. Der Mann weinte und sagte, er wolle nicht kämpfen und bettelte darum, nach Hause gehen zu dürfen. Misch dich nicht ein, weise Richard, zurecht. Ja, das ist jetzt wieder Kacke. Das Problem ist, dass er schon im Krieg ist. Also hier, er ist schon hier dabei, er ist rekrutiert worden. Und wenn er jetzt geht, der Typ, dann desertiert er. Und das hatte früher ja die Todesstrafe. Also folgte darauf. Und ich denke, Richard macht das anhand deswegen. Also mischen wir uns jetzt diesmal nicht ein. Richard sagte dem Mann, dass er Fahnenflüchtige nötigenfalls selbst hängen würde. Der Mann starrte ihn lange an und begann dann Beleidigungen gegen Robert von Gloucester auszustoßen und fing an zu lachen. Richard und seine Ritter stimmten ein und ließen den König hochleben. Richard schien mir genauso verzweifelt zu sein wie der junge Mann, nur ohne es zu wissen. Sein Jähzorn und seine Unsicherheit würden ihn nicht zu einem gerechten Grafen machen, dachte ich. Aber wieder hoffte ich, einen grausamen Mann seinen Kampf gewinnen zu sehen, um einen Mann zu schlagen, der noch grausamer war als er, William Hamley. Nach einem langen ersten Tag auf meinem Weg nach Lincoln fand ich einen Platz zum Schlafen. Ich schlief bald ein und träumte von Soldaten. Aber diese Soldaten waren nicht auf dem Weg nach Lincoln. Sie waren den gewundenen Hügelpfad hochgekommen, der zu unserem kleinen Weiler in North Wales führte. Mein Bruder Francis und ich hatten versucht, vorauszulaufen und unsere Eltern zu warnen. Aber wie immer, wenn ich diesen Traum hatte, kamen wir zu spät. König Heinrichs Männer hatten Mutter und Vater getötet. Abt Peter kam und nahm uns auf, genauso wie es vor langer Zeit geschehen war. Doch diesmal war in meinem Traum etwas anders. Ich war damals 6 Jahre alt. Abt Peter hatte uns noch nicht über Gott belehrt. Und doch stellte ich dem Mönch die Frage, warum hat Gott das getan? Es war nicht Gott. Gott hat uns verlassen. Es war nicht Gott. Ich hatte das gesagt. Es war meine Stimme gewesen, die dem Kind antwortete. Ich war es. Ich war verantwortlich für das Schicksal dieser Kinder. Richard und Aliena. Als ich versuchte, sie zu beruhigen, bemerkte ich, dass das Blut ihres Vaters noch an meinen Händen klebte. Ich schreckte aus dem Schlaf auf. Mir schien es, dass mein Traum keine Warnung gewesen war, sondern eine Erinnerung. Ja, ich hatte gesündigt und musste für meine Sünden büßen. Ich betete, dass ich imstande sein würde, denen zu helfen, die durch meine Hand gelitten hatten. Und ganz Kingsbridge. Ich bin verwirrt. Ist das jetzt noch nicht Kapitel 12? Müsste es doch eigentlich sein. Kapitel 11 war doch beendet. Weiter nach Lincoln. Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, ging die Sonne auf und wir setzten unseren Weg nach Lincoln fort. Unterwegs kam mir in den Sinn, was ich gehört hatte. Bischof Walleran war nach Rom gereist. William hatte im Heiligen Land gekämpft. Ich hoffte, König Stephan würde diese Männer trotzdem als das sehen, was sie wirklich waren. Er musste es. Und ich versuchte, mich selbst davon zu überzeugen, dass Gott alles zum Guten wenden würde.
Währenddessen... Du kommst spät. Ist es erledigt? Nein! Ja, Herr Bischof. Nein! Der Baumeister ist tot. Was ist mit dem Heiligen? Ich konnte nicht unbemerkt in die Krypta gelangen. Du enttäuscht mich erneut, Timothy. Timothy. Wann habe ich euch je enttäuscht, ehrwürdiger Herr? Regan Hamley lebt. Die Mutter? Oh. Hat sie... Nein. Dein Gift hat sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich unseren Grafen von Shiring nach Kingsbridge schicken, um das zu vollenden, was du nicht geschafft hast. Kingsbridge wird fallen. Kapitel 12, da ist es doch. Haha, das große Tier. Eine Woche später. Lincoln, vor der Schlacht. Beeilt euch, mein Freund. Oder wollt ihr unseren König jetzt doch nicht sehen? Ich fürchte, ich muss. Dann lasst uns keine Zeit mehr vergeuden. Ach, das ist im Spiel. Ich dachte gerade, irgendwelche Hunde würden bellen vom Fenster. Ich muss König hier schon mit Marklizenz bitten. Ich muss einfach. Okay. Wo finden wir König Stefan? Wer fragt? Richard von Kingsbridge. Ich hab von euch gehört. Nur Gutes, hoffe ich. Vielleicht. Ihr könnt direkt in die Kathedrale rein. Wo sind die ganzen Ritter und Soldaten? Ich sollte vorgehen. Aber dies ist ein Haus Gottes. Nur noch 2 Tage. Wenn Sie wüssten, was gut für Sie ist, würden Sie sicher gehen. Ich wäre enttäuscht, wenn Mathilde so einfach aufgeben würde. Mein König, ihr habt mein Schwert. Gut. Wer ist das? Richard von Kingsbridge. Ach, der. Oh. Was ist jetzt mit diesen Bogenschützen da draußen? Na, Sir Richard, ihr habt es geschafft. Musste mich um einen Mönch kümmern. Ihr besucht besser die Gegenseite, Vater. Sie sollten beten, denn wir werden ihnen die Köpfe abschlagen. Ja. Hört, hört. Erstmal müssen wir jetzt hier wieder alles angucken. Pferde. Eine Schande. Stefan nutzt diese Kirche, wie er will. Die Bischöfe werden jeden an der Macht unterstützen. Richard? Nicht so entspannt, wie er tut. Immer noch ein zorniger Junge. Ach, ganz anders als Aliena. William und seine Männer. Ich erspare mir seine Bosheit und Tücke. Oh ja. Wie kann er da eigentlich nur so daneben stehen? Das ist ja so ein furchtsamer Soldat. Vater, ich habe Angst. Oh je. Ruhig. Wovor hast du Angst? Ich habe eine Mühle. Ich habe sie selbst gebaut. Das ist das Einzige, worin ich je gut war. Ich werde sterben, wenn ich kämpfen muss. Mhm.
Hast du eine Familie? Ein Weib. Ein Weib! Ich kann da nicht rausgehen. Ich kann nicht. Rat ihm, sich in der Kirche zu verstecken. Sag ihm, er darf nicht davonlaufen. Du darfst nicht davonlaufen. Man würde dich hängen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Du musst. Wenn wir in die Schlacht ziehen, werdet ihr für mich beten, Vater? Das werde ich. Auf jeden Fall. Ach ja, kann man ja mal machen. Schilde. Gemeinde. König Stefan. Es gibt keine Alternative. Ich muss selbst rausgehen und sehen, was da los ist. Mein König, Ranulfs Bogenschützen warten nur auf euch. Sie wissen, dass sie meiner Gnade ausgeliefert sind, sobald ich mit dem Bastard Robert und Ranulf, dem Verräter, fertig bin. Ich bezweifle, dass sie auf mich schießen würden. Stefan, sei vernünftig. Henry, die Kirche sollte jetzt mal schweigen. Wir sind im Krieg. Tja. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt gehe ich da raus. Ohne einen Pfeil abzukriegen. Ich muss wissen, warum sie plötzlich die ganzen Bogenschützen da oben postiert haben. Gebraucht bitte einmal euren Kopf. Denkt nach. Ja, mein König. Tritt vor dem König. Mein König. Ihr? Was wollt ihr denn hier? Seid ihr gekommen, um Buße zu tun für diese gotteslästerlichen Schriften, die ihr eure Mönche schreiben lasst? Nein, Bischof Henry. Ich... Also zweifelt ihr weiter die Autorität eurer Bischöfe an, unseres Papstes? Ach ja. Wie könnt ihr es wagen, euch hier zu zeigen? Henry! Ich sagte dir, dass ich nicht gestört werden will. Dieser Mensch gehört in eine Zelle geworfen. Vielleicht kommt er dann zur Einsicht. Was? Weil er nicht an deine Wunder glaubt. Ich gebe ja zu, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat, jemanden über glühend heiße Pflugscharen laufen zu lassen, um seine Unschuld zu beweisen. Sicher. Stefan! Der Mönch hat aber natürlich recht. Oh! Wunder geschehen immer dann, wenn die Kirche sie am meisten braucht. Richtig. Wer da an Wunder oder Zufall glaubt, hat an meiner Tafel nichts zu suchen. Na? Wie ist euer Name, Mönch? Philipp von Gwyneth. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder euch einsperrt. Wenn euch jemand einsperren sollte, werde ich das sein. Mein König, ich bin gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Dafür ist keine Zeit. Es sei denn, ihr habt eine Lösung für mein Problem. Die Bogenschützen auf der Burgmauer würden mich liebend gerne mit Pfeilen bedenken. Deshalb muss ich hinaus und mir selbst ein Bild der Lage dort draußen verschaffen. Wenn euch nichts dazu einfällt, verschwendet besser nicht meine Zeit. Und ich lasse euch doch einsperren. Ja, ich muss jetzt aber erst Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.